Muahahaha. So. Da. Ersetze Schnee. Ersetze Schnee. Ersetze Hindenstein, 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 Hindenstein. So. Ersetze Erde. Wir wollen jetzt nicht eine Mauer bauen aus venezianischem Stuck. Sehe bestimmt auch interessant aus, aber nee, lass mal. So, alle fleißig am Werkeln. Sehr gut. So bereitet man sich auf eine Angriffswelle vor. Man baut Stuck. Erde, 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 Erde. So, erstmal genug. Und hier ist schon wieder Efeu, obwohl wir da eine Fackel hingesetzt haben. Das ist komisch. Baustein. Dreck, 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 Dreck. Dach, Dach. So. Portal hier oben hin. 2 Minuten 50. Wir müssten genug Leder haben für noch 2 Rüstungen, genau. Lederrüstung. Leder. Seile müssten wir auch bald herstellen. Aber wir haben ja ein, zwei Schafe nebenbei auch umgebracht. Ausrüsten. Weiter, 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 weiter. Lederrüstung. Weiter. Lederrüstung. Einer fehlt nur noch. Ja, ist okay. Das ist vollkommen okay. Sind gut auf dem Weg, uns auszurüsten. Was macht ihr hier unten? Ich glaube, die machen Kampfübungen. Die üben ihren Kampfschrei und synchron loslaufen. Ja, macht die Schnecke den Kampfdings da weg. Was zur Hölle? Haha. Ich habe wieder irgendwo einen Befehl vergessen, ne? Also den Schneckenbefehl habe ich weggemacht. Ist irgendwo noch eine Schnecke? Hier sind überall Schnecken, aber ich meine die eine Schnecke mit Mangos-Befehl. Nee, warte mal. Du. Wähle Zwerg, greift an. Hier greift er an. Ja, was soll's. Doofes Schild, weg mit dir. Bringt die Leute da um. Da haben wir noch 2 Minuten zum Schlafen. Und ja, wir könnten jetzt alle mit Bögen ausrüsten, aber nee, komm. Für die 2 Yetis lohnt das, glaube ich, nicht wirklich. Tok, 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 tok. Sehr gut. Jetzt bitte nicht mehr verbuggt sein, danke. Dieses Hunter-Matar durchgehen ist doch ein wenig nervig. Ersetze Schnee. Erde ersetzen, Erde ersetzen, Erde ersetzen, Erde ersetzen. Eine Minute noch. Ich hoffe mal, unser Totem ist dann ein wenig wohlgelaunter und lässt unsere Zwerge besser schlafen. Weil nach der Welle werden wir es gebrauchen können. Beschlafen. Und wir sind noch kurz vor Level 8, das heißt, wir kriegen bald einen neuen Zwerg dazu. Das aber auch heißt, dass wir neue Ausrüstung machen müssen, aber hey. Aber gut, Essen wird knapp. Da, Essen. Können ruhig ein bisschen neues Essen machen. Du, du. Du, du. Mohaha, ganz viele Steaks, sehr gut. Die erst gekocht werden müssen, das stimmt allerdings. Dann Zapfenfett. Können wir aus dem Fett irgendwas machen? So. Ich schmeiß ein bisschen Fett einfach hier rauf, so zum Naschen zwischendurch. Bau bitte da eine Brücke, die ihr gleich wieder abreißen könnt. Und Wille kommt gleich. Baue Holzbrücke. Baue Holzbrücke ab. Setze Erde, setze Erde, setze Erde, setze Erde, setze Erde. So. Erste Schlafzimmeretage fertig ersetzt. Gut, gut. Also die Mitte fehlt noch, aber dann müsste ich erstmal die ganzen Scaffoldings wieder abbauen. Man lässt sich ganz schön verprügeln, der Kleine hier. So, wo kommt die Welle? 10 Sekunden noch. Die Zwerge sollten eigentlich einigermaßen in der Nähe sein. Oh, das Ding ist ganz runtergepurzelt. Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, da kommt sie, von rechts, sehr gut. Der Schnee muss noch schnell weg. Wähle Zwerg. Kontrolle übernehmen. Ok.
Ok, ok, ok. Schnee weg. Schnee weg. Befreien. So. Stopp, ausrüsten. Wir haben 8 Bögen. Ich probiere mal ganz kurz, alle mit Bogen auszurüsten. Weil bei den 2 Yetis vorhin hat es sich nicht gelohnt, aber bei jetzt 20 Skeletten und was auch immer noch alles kommt, da könnte es sich lohnen. So, so, so. Genau. Und jetzt, wenn du gehauen wirst, bleibst du bitte hinten stehen. Ihr könnt ruhig selbstständig angreifen. Ihr müsst nicht drumherum stehen. Was ist mit dir los? Du, Zwerg. Du, genau, du. Kann ich nicht auswählen. Ah, okay. Na komm, töten. Ich kann keine Angriffsbefehle. Achso. Ich hatte ihn ausgewählt, deswegen ging es nicht. Aha. Alles Erfahrungspunkte. Piu, 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 piu. Das klappt soweit alles. Und Dirk arbeitet ganz normal weiter und kocht sein Essen. Ja, ist alles gut. Oh, das Essen fällt irgendwie immer runter. Nee, okay. Wir sollten keine produzierenden Werkstätten in der Nähe von der Leiter runter machen. Weil die Sachen ploppen einfach mal rechts und links runter. Und hier ploppen sie halt ganz tief runter. Das ist nicht ganz so toll. Ja. Da ist das Lager. Also die Esstische dann vielleicht an die Seite. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Entferne einen Tisch. Platziere irgendwo Stuck. So. Was wollten wir noch? Lager. Ein rundes Fensterglas wollten wir bauen. Also von wollen kann nicht so wirklich die Rede sein, aber wir sollten es mal herstellen. Hatten wir dafür nicht schon einen Auftrag? Nee, magisches Licht zuerst. Techbaum. Magisches Licht. Ah, so geht das. Schleim, Mitte, Knochen, drumherum. Wir müssen es einmal zaubern, okay. Du zauber einmal das doofe magische Licht, das nicht so wirklich viel bringt. Tada! Ja, weniger als eine Fackel. Du, jetzt Glas. Dafür brauchen wir Sand und wir haben keinen Sand mehr. Interessant. Ersetze Sand, ersetze Sand, ersetze Sand, ersetze Sand. Gork! Scaffolding da. Wie viel Holz haben wir eigentlich? Ich hätte gerne mehr Scaffolding. Wir haben kein Holz. Gut. So viel dazu. Ersetze Sand, ersetze Sand, ersetze Sand. Ich könnte auch einfach suchen, wo das ganze Scaffolding momentan steht, wie hier zum Beispiel, aber. Da drauf, du weg. Du da drauf, das weg. Erster Turm steht schon fast. Das weg, das weg. Boah. Grünzeug. Weg mit Grünzeug. So, da kommt der erste Sand wieder an. Das ist gut, aber es ist viel zu wenig. Wir bräuchten irgendwo eine Sandgrube. Hier zum Beispiel. Portal. Tötet das komische blaue Ding. Macht den Schnee hier weg und holt dann den Sand. So. Doppelte Geschwindigkeit. Den da unten sollten wir auch immer mal töten. Oh. Wir haben hier noch die Welle, ne? Das ist nicht ganz so gut. Und dass alle mit Dingens ausgerüstet sind, hilft nicht wirklich. Also, Keule. Keule. Die Bögen werde ich jetzt nur benutzen bei den Belagerungen, sonst ist das viel zu nervig mit dem Zielen von den Zwergen. Das haben wir absolut nicht drauf. Die gehen irgendwie davon aus, dass sie Zauberpfeile haben, die durch Blöcke schießen können. Tonk, tonk, tonk. Obwohl das jetzt ganz gut klappt, auch wenn sie keinen Bogen in der Hand haben. So, weg, 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 weg. Das kann auch alles weg. Wir wollen die Welt absenken und so auf die Höhe. Jungs. Was macht ihr so lange?
Und Schnecken krabbeln an unserem Turm hoch. Das finde ich nicht toll. Wo ist das Portal? Da ist das Portal. Ah, na, okay. Da kommt einer. Und macht irgendwas vollkommen anderes. Was machst du, Zwerg? F1. Der Zwerg macht nichts. Da oben. Was? Also wenn man auf seine Aufgabe hier unten klickt, dann zeigt er einem normalerweise, wo der Zwerg hingehen will. Und der Zwerg hier will auf unseren Turm klettern. Was ein wenig komisch ist, aber na gut. Mach doch mal was Produktives hier. Das da und das da. So. Kriegst du gleich ein Portal und darfst hier aufräumen. Toll, ne? Bitteschön. Du baust hier auch ein neues Portal. Denn das muss alles auch noch abgebaut werden, sonst wächst da wieder Efeu. Genau, so kriegen wir unser Sand für das Glas. Das auch noch weg, das noch weg. So. Sehr gut. Was war das? Paket. Klick. Ein komisches Fensterdach. So. F1 für langsame Geschwindigkeit. Wie sieht's bei euch aus? Alle haben mehr als 2 Herzen. Okay. Ich will mich nicht länger vor den Goblins verstecken. Problem ist allerdings, hier sind auch jetzt Yetis. Das heißt, ich baue mal da unten das weg. Bring die 2 Yetis um, versuche hier ein bisschen Holz zu schlagen und dann nach und nach in Richtung Goblins uns freizukämpfen. Weil ich hätte hier wirklich gerne eine zweite Mauer, genau wie da. Das muss übrigens auch wieder weg. So, ganz schön zäh das Biest. So, jetzt den Kleinen noch. Erster flieht und geht schlafen. So, Baum weg. Und ein Käfer, ja. Mach den Käfer auch bitte tot, danke. So, blöde Geschwindigkeit. Portal, dahin. Das weg. Hier runtergraben. Jeden Moment werden wir die Goblins aggroen. Zumindest 1, 2 von denen. Kommt schon, springt drüber. 1, 2 von euch und dann machen wir später den Rest. Das wäre echt super. Oder ein wahnsinniger Zwerg läuft einfach vor und greift die Yetis an und die Goblins ignorieren ihn. Hält sie sogar ganz schön gut. Okay. Das war sehr skurril. Also die Goblins hier scheinen ziemlich passiv zu sein. Auch wenn sie Bögen und Speere und Kriegsbemalung haben. Oder sie greifen erst an, wenn man sie angreift. Was ja auch eine schöne Einstellung ist. Ja, Yeti ist tot. Zwerge können schlafen, sich erholen und dann die Goblins töten, die sie verschont haben. Selber schuld. Das kann alles runtergebuddelt werden. Neues Portal da. Das weg. Das weg. Die ganzen Rückwände weg. Schnecke weg. So. Haben wir langsam richtigen Westausgang hier. Das heißt, wir können auch das weghauen und das weghauen. Und alle schön weiter abflachen. Vielleicht sind das auch gar keine richtigen Goblins, sondern das ist ein neues NPC-Dorf oder so. Und hätten sie keine Waffen. Naja, es müssen Goblins sein. Also das Eis-Äquivalent zu den Goblins. Neue Aufgabe. Was haben wir denn da? Stelle Glas her, stelle Angel her, erforsche die Tiefe. Rüste Lederhelm aus, fälle 30 Bäume, sind wir bald fertig. Irgendwie ist das Portal keine gute Idee gewesen. Aber es ist eh gleich weg. So, wir haben jetzt allerdings genug Holz für Scaffolding. So.
Ja, komm, Lederhelm. Wir haben keine Seile mehr. Das ist kein Problem. Lederhelm, Eisenerz, Leder, Leder, zwei Lederhelme. Ausrüsten. Zwerg Nummer 1. Jo. Zwerg Nummer 2. Du kriegst dein Ding ins Helm. So, wir haben jeden Moment ein Level Up. Hui. Gibt es einfach auf. Geht in das untere Portal. Dann ist alles gut. Doppelte Geschwindigkeit. Den Baum da weg, macht das weg und Schnee fällt genauso runter wie Sand, sehe ich gerade. Das rieselt erst und dann macht's plopp. Ah, stimmt, so hatten wir auch einmal einen Gegner gekillt. Oder unsere Welt hat einen Gegner gekillt, in dem Schnee auf ihn runtergefallen ist. Oh, oh, oh. Stimmt, Skelette. Portal, hier, wir haben Mana, tötet alles. Und unser Zwerg benutzt Schild als Räuberleiter? Das sah auch cool aus. So, neuer Zwerg. Ausrüsten. Nicht, dass der gleich unbewaffnet in den Krieg zieht. Das geht ja gar nicht. So, so. So. Nicht die Weihnachtsdings. So. Ja, gut. Aha. Töten.